Hallo und herzlich willkommen bei den Tommys. Wir machen heute einen Rinderoberschalendeckel. Genau, dazu machen wir eine schöne frische Chimichurri und ein paar schnelle Käsebrötchen. Das Ganze machen wir auf dem Mono. Wie das geht? Zeigen wir euch. Zutaten. Unser besagter Rinderoberschalendeckel liegt hier. Wir denken, das ist eine gute Alternative zum Flanksteak. Dann haben wir einen Bund Glattpetersilie. Wir brauchen für die Chimichurri noch weiter Limette, also saftanhaltende Limette, zwei Knoblauchzehen, ein kleines Stück Chili, eine halbe rote Zwiebel. Wir brauchen einen Esslöffel Ahornsirup, ungefähr 50 bis 80 Milliliter Olivenöl, etwas Salz, einen Behälter, wo wir es reinmachen. Ja, und dann haben wir noch die knacken Backbrötchen. Die werden wir dann füllen mit dem Babybell und dem Mieter zur Kernüberwachung. Der Monolith läuft bei 150, 180 Grad, wird erstmal rückwärtsgegart. Und los geht's. Also wir bereiten uns unseren Oberschalendeckel vor. Ihr seht, wir haben hier eine schöne, angenehme Fettschicht drauf und die wollen wir eigentlich gar nicht runterschneiden. Das Einzige, was wir machen werden, ist hier ein bisschen noch die Silberhaut runternehmen. So, mehr ist es gar nicht. Wir nehmen Big Mike's Fleur de Sel. So, unser Fleisch ist vorbereitet. Wir platzieren unseren Mieter, suchen uns so ziemlich die dickste Stelle raus, ziehen vor auf 45 Grad, weil danach wollen wir ja dann nochmal richtig scharf angrillen, um nochmal eine Kerntemperatur von 54, 55 Grad zu erreichen. Okay? Also wir haben unsere 180 Grad, wie wir so wollten. Jetzt platzieren wir unser Fleisch auf der indirekten Zone. Ja, der Thomas hat alles schon vorbereitet. Wir beginnen mit unserer Chimichurri. Glattpetersilie schneiden wir jetzt klein. Wir schneiden die Stiele ein bisschen ab. Die brauchen nicht die dicken Strunse. Und hacken eigentlich nur die Petersilie klein. Dann machen wir unsere halbe kleingeschnittene Zwiebel dazu. Den Knoblauch reiten wir uns wieder. Nehmen wir uns wieder zur Hilfe die Limette. Dann nehmen wir uns unsere Chili. Jetzt geben wir unseren Esslöffel Ahornsirup dazu. Eine Prise grobes Salz und gießen jetzt unser Olivenöl auf. So, wenn es eine Konsistenz hat wie eine Pesto, sind wir genau richtig. Jörg, lass es rein. Und wie immer, wichtig, Pyramide aus Babybell. Klack und back, nehmt euch ein Messer, dann macht da einen kleinen Schlitz rein und dann schieben wir da unseren Babybell rein. Ne? So soll es aussehen. Ein bisschen drücken. Und fertig. Ab auf den Grill. So 43 Grad. Dann gucken wir rein. Wo schon leicht Farbe bekommen. Sind auf dem richtigen Weg. Wir haben 45 Grad erreicht. Nehmen jetzt mal kurz runter. Genau, wir lassen das jetzt ruhen. Ja. Wir haben die Mieter. Dann können die Säfte sich nochmal verteilen. Wir lassen es 5 Minuten, lassen wir es ruhen. Dann verteilen sich nochmal alle Fleischsäfte und danach wird es nochmal richtig angegrillt, schön scharf. So, wir backen jetzt unsere Backbrötchen auf die indirekte Seite. Du wirst ruhig bei 180, maximal 200 Grad laufen, die Brötchen, ja. So, guck mal rein, wir drehen sie auch mal, nicht, dass sie da unten schwarz werden. So ein geiles Muster. Ja, so gut, oder? Also. Und ihr seht auch, die werden schön fluffig jetzt. Genau. Super. Naja. Gleich machen wir das Fremdflasche drauf. Wir haben jetzt ordentlich Temperatur, wir haben alles aufgemacht in den Grill. Wir packen den Oberschalendeckel jetzt rein. Wir gucken nochmal rein. Die Temperatur kontrollieren. 52 Grad. Ist gleich am Ziel. Gutes Stück. So, unser Brötchen. Das eine ging jetzt auf, das ist auch nicht schlimm. Der Käse war wieder fest. Nehmen wir jetzt alle raus. So, und jetzt verteilen wir schön unser Chimichurri über unseren Fleisch, unseren Steakfleisch. Die Katz, die B-Katz am besten wirklich immer schön zart schneiden, ja? Immer schön dünn, ja? Immer schön dünn, genau. So, na gut, kommt noch unser Brötchen dazu.
Und ist die Welt in Ordnung. So. Verkostung. Jochi wieder angerichtet. Auf geht's. Geil, Fahren, sagst du mal, ich war das Schönste. Faulen Brötchen, also wie? Das brauchen wir zum Essen. Also ja, schön, oh, ja, Käse. Ja. Und jetzt nehme ich noch so eine richtige dünne Tranche vom Jochi. Ja. Kann man es ja schön einrollen. Muss ich fallen lassen. Morley steht hier. Sind schon bereit. Prost. Prost. Also mal ganz ehrlich, nicht schlechter wie ein Flanksteak. Ja? Müsst ihr halt darauf achten, immer schön dünn schneiden, dann funktioniert das. Und vor allen Dingen, Chimichurri ist das Beste. Also die Mischung mit Chimichurri und Käse, Knaller. Wertet dieses Steak auf alle. Ja. Geiler.